So, ich glaube, wir haben halb. Ja. Fangen wir pünktlich an. Dann haben wir nachher ein bisschen mehr Zeit für die Demo, falls was schief geht. Ich bin Konrad Meyer. Das ist Dennis Werle. Wir sind, wie man unschwer sehen kann, von der Uni Freiburg. Und wie die meisten wahrscheinlich schon mitbekommen haben, haben wir das GSM-Netz hier auf dem GPN aufgebaut. Und wollen jetzt so ein bisschen Informationen dazu sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir uns mit GSM beschäftigen, warum wir eigene Netzwerke bauen und naja, für die, die es gar nicht wissen, was überhaupt GSM ist. Wir haben heute eine kleine Agenda. Ich werde ein bisschen was zur Infrastruktur sagen. Dann werden wir uns so ein bisschen die Analyse von GSM werden wir betrachten. Das erst aus Teilnehmersicht, also die Sicht, die im Prinzip jeder von euch kennt. Und dann dazu übergehen, das Ganze aus Anbietersicht, aus Netzwerksicht zu betrachten. Und anschließend werden wir basierend auf diesem eigenen Netzwerk einige, ja, Sicherheitsaspekte betrachten, die relevant sind und wo wir ganz schön was dazu sagen können. Das ist einerseits eben Privatsphäre, Lokalisierung, andererseits ein bisschen den IMSI-Catcher, dazu wird Dennis vor allem was sagen. Und dann, was vielleicht die meisten hier interessiert, Verschlüsselung A5.1. Wie kann man das knacken? Was kann man da machen? Dazu wird es eventuell dann nachher auch eine Demo geben. Genau, die GSM-Infrastruktur. Klar, ist ein zelluläres Netzwerk mit Teilnehmern und Mobilfunkstationen. Ich muss dazu sagen, ist weltweit eins der oder das größte Netzwerk überhaupt. Ist, glaube ich, in über 260 Ländern weltweit im Einsatz. Also wird überall auf der Welt verwendet. Wenn man das Ganze aus Teilnehmersicht betrachtet, haben wir einerseits die Mobilstationen in der Hand. Das sind eben Telefone mit SIM-Karte. Und es gibt auf der anderen Seite das, was wir auch noch sehen vom Netzwerk. Das sind eben die Basisstationen, die BTS, Base Transceiver Stations nennt man das. Die sehen wir meistens noch auf dem Hausdach. Alles andere haben wir meistens noch nie gesehen. Klar, BTS stellen eben auf der Luftschnittstelle das Netzwerk zur Verfügung, das wir empfangen mit unseren Endgeräten. In Deutschland, da unten sind jetzt vier Frequenzbänder gelistet. In Deutschland ist relevant das EGSM 900 und das DCS 1800. Die anderen Frequenzbänder sind vor allem Amerika, das 850er und das 900, 1900er. Eine Sache vielleicht, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bisher wird es wahrscheinlich dazu keine Fragen geben, aber einfach reinfragen. Ist ja hier eine lockere Runde. Ja. Wenn es was gibt, sagt Bescheid. Was wir bis jetzt betrachtet haben, ist eben die Mobile Stations und die Base Transceiver Stations. Und alles andere sieht man normalerweise eben im Hintergrund nicht. Das Ganze ist dann so aufgebaut, dass diese Basisstationen, die senden, kontrolliert werden über Base Station Controller. Und man sagen kann, ein Base Station Controller ja, steuert mehrere Basisstationen an, das sind meistens relativ viele, also das ist eine ganze Stadt oder sogar ein ganzes Gebiet. Was wir hier eingezeichnet haben mit TRAU, nennt sich Transrate and Rate Adaption Unit, vergessen, nicht so wichtig, ist aus Urzeit mit ISDN und Codecs übersetzen und so, nicht so wichtig. Was vielleicht ein bisschen wichtiger ist, sind die Mobile Switching Center, die dann im Anschluss kommen. Das sind im Prinzip die Router in unserem Netzwerk. Da werden die Gespräche vermittelt und die haben auch den Anschluss an die Datenbanken, die hier angedeutet sind. Da haben wir verschiedene Datenbanken. Muss ich jetzt vielleicht nicht unbedingt drauf eingehen. Ist nicht so wahnsinnig interessant. Es gibt noch ein spezielles Mobile Switching Center. Das ist das Gateway Mobile Switching Center. Das ist eben der Übergabepunkt zu anderen Netzwerken. Also das kann Festnetz sein, das kann aber auch ja irgendwie ein anderer Anbieter sein, ein anderer Mobilfunkanbieter. Ja. Jetzt schauen wir uns das Ganze aus der Analysesicht mal ein bisschen an.
Erstmal aus Teilnehmersicht, was können wir da machen? Ja gut, ganz klar, das Telefon selber nehmen und im Netzwerk teilnehmen, das ist relativ uninteressant. Ein bisschen interessanter wird es dann schon, wenn man spezielle Telefone nimmt, das sind diese alten Nokias, bekommt man sehr schön auf eBay. Mit denen kann man zwei tolle Sachen machen. Einerseits kann man einen Netzmonitor aktivieren auf dem Telefon und sieht dann auf verschiedenen Ansichten auf dem Telefon ziemlich viele Informationen über das Netzwerk. Also man sieht, also ein simples Beispiel ist zum Beispiel der Empfangspegel, den man normalerweise nur als Balkenansicht sieht, sieht man hier numerisch. Und aber auch die Nachbarschaftslisten und die aktuelle Kanalkonfiguration, TIMSIs, IMSIs, IMEI, was auch immer alles. Interessanter wird's, wenn man das Ganze mit einem Datenkabel an einen Computer anschließt. Dann kann man über die Software Gamu komplett alle Datenpakete mitschneiden, die das Telefon empfängt und sendet. Zeige ich gleich noch eine Folie dazu. Ist recht interessant, wenn man einfach einmal einsteigen will, ein geringes Budget hat, kauft man sich so ein altes Telefon auf eBay 5 Euro, ein Datenkabel dazu kostet nochmal 5 Euro und dann ist man dabei und kann mal reinschauen, was da an Protokollen abgeht, was für Daten übertragen werden, ja, und was die Abläufe so sind. Ein bisschen teurer wird's dann, wenn man sich ein Softwareradio anlegt, so wie eins, wie wir hier sehen. Das ist ein USRP von Etus. Das sind wir schon im Bereich von 1000 Euro. Das ist nicht so jedermanns Sache, aber ein tolles Teil. Weil es ein flexibles Softwareradio ist, kann man nicht nur GSM-Sachen damit machen, sondern auch beliebige andere Dinge. Sei jetzt hier als Beispiel angestellt für GSM. Ich habe hier auch eins dabei. Wer sich das nachher mal anschauen will, kann gerne vorkommen. Und die Verarbeitung der empfangenen Daten über das Softwareradio wird dann wieder auf dem PC gemacht mit AirProbe. Und da kann man auch die entsprechenden Signale dann verarbeiten, sich anschauen und theoretisch kann man sogar senden damit. Da werden wir nachher im Teil des IMSI-Catchers noch was dazu hören. Wie schon gesagt, hier ist noch ein Ausschnitt. Wireshark kennt ihr alle, sieht etwa dann so aus. Die Päckchen habt ihr jetzt wahrscheinlich so noch nicht gesehen. Das ist ein ganz nettes Tool, mit dem man rumspielen kann. Und hier nochmal ein paar Beispiele für eine Ausgabe von dem Netmonitor. In dem oberen Beispiel sieht man zum Beispiel jetzt, dass das Handy aktuell auf dem Kanal 100, auf der Frequenz 100 eingeloggt ist und eine Empfangsstärke von minus 80 hat. Das ist die oberste Zeile. Und unten steht sowas über dem Menü, steht Common Control Channel. Das ist die aktuelle, der aktuelle Kanal, auf den gelauscht wird. In dem Bildchen unten drunter sieht man die Nachbarschaftsliste, die einem vom Netzwerk mitgeteilt wird. Ja, ganz nett. Dann sieht man auch noch, welche Basisstationen auf welchen Frequenzen in der Nachbarschaft sind, mit welchen Empfangsstärken man dort arbeitet. Das Ganze ist natürlich ein bisschen langweilig irgendwann. Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagen will, ja, eigentlich will ich auch noch den Rest von dem Bild anschauen. Den Rest von dem Bild, was wir vorhin gesehen haben, Base Station Controller, Mobile Switching Center, das ist eine Menge Zeug, was da noch passiert und das würde man sich natürlich auch gerne anschauen. Und dann überlegt man, ja, was haben wir für Möglichkeiten? Also einen richtigen Zugang zu einem reellen Mobilfunknetzwerk ist relativ unrealistisch, wir haben das versucht, kann man vergessen. Auch aus Datenschutzgründen werden die Anbieter natürlich da keinen Zugang gewähren. Klare Konsequenz, wir brauchen ein eigenes Netz. Klar. Warum? Warum brauchen wir ein eigenes Netz? Naja, erstmal wollen wir damit spielen. Aus Spieltrieb, muss ich nicht weiter erklären. Aber auch solche Sachen wie, wir wollen uns die Verschlüsselung genauer anschauen und das nicht nur aus Teilnehmersicht, sondern auch aus der Netzwerksicht. Wollen da im Prinzip auch ja eigene Verschlüsselungskeys vergeben, dazu später auch nochmal mehr, und wollen die dann wiederum knacken. Und wenn wir ein eigenes Netzwerk haben, dürfen wir das auch. Ansonsten, ja, alle anderen Daten, die man noch so
aggregieren kann, sind natürlich auch interessant, dass man überhaupt erstmal ein Gefühl dafür bekommt, was fallen da überhaupt auf der Provider-Seite für Daten an? Also immer steht in der Presse, ja, hier wieder irgendwie Basisstationen-Auswertung, so und so viele Nutzerdaten übergeben an die Polizei. Ja, was heißt das überhaupt? Was haben die dort für Daten und was kann man damit tun? Das ist sehr schön zu sehen, wenn man eben eine eigene Basisstation hat. Ja, gut, der letzte Punkt. Ja, natürlich auch. Im Endeffekt will man dann natürlich auch sich überlegen, was kann man tun, um die Nutzer im Netzwerk auch zu schützen vor gewissen Angriffen. Das Netzwerk, das wir auch hier auf dem GPN aufgebaut haben, basiert auf OpenBSC. Das ist eben eine freie Softwareimplementierung eines Base Station Controllers. Und im Hintergrund, das, was ich vorher mit MSC angedeutet habe, wird bei uns ziemlich schnell umgesetzt, dass wir sagen, okay, wir wollen nicht diese alte ISDN und digitale Telefoniesache abbilden, sondern wir wollen da ganz schnell zu Voice over IP gehen. Damit sparen wir jede Menge veraltetes Zeug ein und nehmen den LCR, das ist kein Least Cost Router, sondern das ist der Linux Core Router und übergeben mit dem die Gespräche dann an Asterisk. Asterisk wird den einen oder anderen hier ein Begriff sein, ist eben eine Software-Telefonieanlage, mit der man wunderbar Gespräche routen kann, die Codierung ändern kann, jede Menge tolle Sachen machen kann. Als Hardware für das Ganze verwenden wir NanoBTS von IPAccess. Das hier ist im Bild ist eine recht alte BTS, die wir hier auf dem GPN aufgebaut haben. Sehen ähnlich aus, ist ein neueres Modell. Von der Größe her ist das etwa so viel wie ein größerer Access Point, ein bisschen mehr Metall dran, aber ja, also wirklich kleine Basisstationen, wenn man das vergleicht mit dem, was normalerweise auf den Hausdächern steht. Ja, da haben wir so irgendwie Schaltschränke voll, schöne 19-Zoll-Schränke. Das ist nicht vergleichbar damit. Genau, zur Übersicht. Das ist jetzt das Netzwerk, was wir in Freiburg laufen haben, ist aber im Endeffekt ist genau das Gleiche, was wir hier auch haben, nur dass wir es aufgeteilt haben an zwei Standorte. Wir haben einerseits hier in der Mitte auf der linken Seite den Base Station Controller, auf dem wieder LCR und Asterisk läuft. Und haben einen zweiten Asterisk-Server, der als zentrale Verteilstation agiert und eben die Übergabe an die entsprechenden weiteren Telefonienetzwerke abbildet, umsetzt. So ein bisschen kann man das jetzt im vergleichen mit dem Bild, was ich am Anfang gezeigt habe, wo wir hier den Base Station Controller hatten und auf der rechten Seite die Mobile Switching Center. Unser Asterisk-Server ist im Prinzip sowas wie ein Mobile Switching Center, er routet auch die Gespräche. Was wir da angeschlossen haben, der eine oder andere hat es vielleicht schon ausprobiert, sind eben die verschiedenen Vermittlungsmöglichkeiten ins Festnetz, in die Mobilfunknetze. Was jetzt hier aktuell nicht geht, ist ins Universitätstelefonnetz in Freiburg. Das geht jetzt hier nicht, aber die anderen Sachen müssten alle gehen. Genauso Dial-In. Man kann angerufen werden, man hat einen Rufnummernblock zugewiesen, wird auch über die Uni da realisiert. Dazu Fragen? Was man dann ganz Nettes machen kann, unter anderem mit diesen Netzwerken, das ist jetzt nur ein kleines Beispiel hier, ist den Benutzer orten im Netzwerk. Dazu haben wir eine Karte mit Signalstärken aufgebaut, die man hier sieht. Und basierend auf dieser Karte befindet sich gerade eine Arbeit die sich damit beschäftigt, rauszufinden, mit den Informationen, die wir hier gesammelt haben, welche Aussage können wir über den Benutzer treffen? Wo kann der sein? Was ist plausibel?
Ist noch nicht ganz abgeschlossen, funktioniert zum Teil schon. Ist aber ganz nett. Kann man nachher sagen, okay, Benutzer ist zu 99%iger Wahrscheinlichkeit in dem Gebäude und nicht in dem Gebäude. Warum macht man das? Ja, man will wiederum so ein Gefühl dafür bekommen, mit welchen Präzisionen können wir da arbeiten? Ist das überhaupt realistisch, was so gesagt wird in der Presse? Wenn man sagt, okay, wir können Leute auf so und so viele Meter genau orten. Dafür wollten wir einfach mal selber ein Gefühl bekommen und uns anschauen, was kann man da machen, welche Genauigkeiten haben wir da und welche Daten sammeln wir auch dort. Genau, also das hier ist jetzt aufgenommen mit einem GPS-Logger und einem Telefon in der Hand und ja, da ist jemand weit gelaufen. Genauso Statistiken, das ist jetzt hier nur wirklich ein Beispiel, wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier mal kurz aufgetragen, Location Updates, SMS und Calls im Netzwerk. Wie verhalten sich die Benutzer basierend auf den Daten, die wir sammeln? Was können wir da für Profile bilden? Wo kommen die Benutzer her? Was für SIM-Karten verwenden die? Das Bildchen auf der rechten Seite ist erstmal relativ uninteressant, wenn man sich so anschaut. Also die meisten Leute haben SIM-Karten aus Deutschland, klar, ein paar aus der Schweiz, ein paar aus Frankreich, okay. Wenn man jetzt aber diesen Bereich der anderen, der da jetzt recht klein angedeutet ist, ein bisschen vergrößert, dann sieht das plötzlich ganz anders aus und dann sehen wir haben an der Uni Freiburg wirklich Leute, die mit ihrem Telefon in der Tasche rumlaufen und eine SIM-Karte aus Kolumbien haben. Ja. Gut, okay, hat mich wirklich überrascht, als ich diese Grafik zum ersten Mal gesehen habe. Aber gut, ich meine, ist eine Uni, sind sehr, sehr viele Nationalitäten da und das bildet sich hier auch ganz schön ab. Gut, das war jetzt nur so ein bisschen Einleitungsblabla. Wir kommen jetzt zu dem Thema Security und ich glaube, ich gebe weiter an dich, gell? Okay. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen mehr die Sicherheit an. Als GSM Mitte der 80er Jahre entwickelt wurde, haben die natürlich auch ein bisschen an die Sicherheit gedacht. Dazu haben sie zwei Punkte sich näher betrachtet. Einmal wollten sie, dass die Teilnehmer so ein bisschen anonym sind. Deswegen wurde dann eine temporäre TIMSI quasi benutzt. Und zweitens wollten sie verhindern, dass die Gespräche abgehört werden. Und ja, lange Zeit galt deswegen GSM auch als sicher, aber nicht, weil es wirklich so sicher war, sondern es hat einfach die Hardware gefehlt und die Rechenpower, um sich mal ein bisschen GSM näher anzugucken. Das hat sich natürlich in der letzten Zeit geändert. Wie wir ja sehen, haben wir jetzt ein eigenes GSM-Netz und wir haben verschiedene Hardware, um das alles analysieren zu können und um die Verschlüsselung zu knacken. Das Problem hierbei ist natürlich, dass der Angreifer keinen physikalischen Zugang zu unserem Netz braucht. Also so wie bei einem kabelgebundenen Netzwerk muss man nicht in ein Gebäude einbrechen, sondern kann sich einfach in ein Auto setzen und kann die frei schwebenden Funkwellen, sage ich jetzt einfach mal, ohne Probleme abfangen. Und ja, da ist dann das Problem natürlich, dass viele Informationen nicht verschlüsselt sind. Das ist dann vor allem später für das Knacken der Verschlüsselung interessant. Gucken wir uns aber zuerst mal die Lokalisierung an. Warum wollen wir denn überhaupt jemanden lokalisieren? Naja, das Problem ist, dass der Teilnehmer sich ja bewegt und das Netz muss ungefähr wissen, wo sich der Teilnehmer befindet, wenn es einen Anruf oder eine SMS weiterleiten soll. Auch von Interesse ist natürlich, wenn irgendein Notfall ist, dass man den Teilnehmer natürlich orten kann. Ein unrühmliches Beispiel ist die Strafverfolgung. Da haben wir vor kurzem gelesen, dass in Dresden Mitte Februar natürlich die Polizei hingegangen ist bei einer Neonazi-Demonstration und sich gesagt hat, okay, tun wir mal alle Daten, die hier anfallen, in der Basisstation aufzeichnen und dann wissen wir ja, wo sich wer befunden hat, wer mit wem telefoniert hat oder eine SMS geschrieben hat und können dann halt hinterher diejenigen belangen. Ist natürlich
in dem Kontext hört sich's erstmal gut an, aber wenn man dann bedenkt, dass da auch unschuldige Bürger, die da wohnen, abgehört werden, ist es natürlich nicht so schön. Ein anderer Aspekt ist natürlich, dass es irgendwelche Services gibt, die die Provider natürlich gern anbieten, um das den Kunden schmackhafter zu machen, wie zum Beispiel die berühmte Homezone, wo man dann ein eigenes Festnetz quasi auf seinem Telefon hat. Oder wenn man jetzt kein GPS hat, dass man dann sagt, okay, ich befinde mich an einem bestimmten Ort, wo ist denn hier das nächste Restaurant? Die Frage ist natürlich, wie genau ist das Ganze? Kann man nicht direkt sagen, es hängt davon ab, wo man sich befindet. Also wenn man sich in der Stadt befindet, wo eine Basisstation natürlich nicht so eine hohe Reichweite hat, weil man viele Nutzer abdecken will quasi, dann kann man sagen, bis auf wenigen hundert Metern kann man einen orten, wobei es auf dem Land natürlich ein bisschen schwieriger ist, da die dann mehrere Kilometer weit sich erstrecken, die Basisstationen. Kombinieren kann man das Ganze natürlich mit GPS, damit es ganz genauer. Das wird zum Beispiel auch in Amerika quasi vorgeschrieben, dass im Notfall die GPS-Daten mit übertragen werden, damit der zu Rettende natürlich besser gefunden wird. Weil wenn ein Ort zurückgeliefert wird mit mehreren hundert Metern, dann ist es natürlich nicht so leicht, den zu finden. Die Frage ist natürlich jetzt, wie das Ganze funktioniert. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke passiv einfach in eine Datenbank, wo hat er sich als letztes aufgehalten. Oder ich mache das Ganze aktiv, indem ich eine stille SMS an den Teilnehmer schicke und dabei dann messe, wo sich der denn befindet. Ist natürlich schlecht für denjenigen, weil er davon nichts mitkriegt, weil es eine stille SMS ist. Das Problem dabei ist natürlich, dass man nicht weiß, wie werden die Daten weiterverwendet. So wird zum Beispiel in Österreich die gesammelten Daten von dem Provider A1 einfach weiterverkauft, um irgendwelche Statistikanalysen zu machen, beziehungsweise Traffic-Analyse, wo könnten denn Staus sein, so auf die Art. Hier haben wir dann mal im Internet einfach so einen kostenlosen Anbieter getestet, wie genau er uns denn orten kann. Wie man zwar hier sieht, ist es Durchmesser von ungefähr 800 Metern. Es reicht aber aus, um zu sagen, ob ich mich bei der Arbeit, so wie hier bei unserem Rechenzentrum, befinde oder ob ich mich wo ganz anders befinde. Ist natürlich ganz kritisch, wenn man, keine Ahnung, seinen Freund oder Freundin so ein bisschen nachstellen will, um zu gucken, ob der denn auch wirklich da ist, wo er angibt. Bei der Lokalisierung muss ich natürlich ein genaues Ziel wissen. Das ist bei einem IMSI-Catcher ein bisschen anders. Da weiß ich natürlich nicht, welche Telefonnummer derjenige hat. Deswegen benutzt das die Polizei natürlich gern, denn der Verbrecher wird nicht hingehen und sich bei einem Anbieter mit seinem Namen und seiner Anschrift dort registrieren, damit sie es dann leicht haben, sondern er nimmt halt irgendeine Prepaid-Karte und dann weiß keiner, wer er ist. Und ja, deswegen will man natürlich die IMSI von dem Gerät herausbekommen. Die IMSI ist einfach gesagt die Seriennummer der SIM-Karte, die auf der SIM-Karte natürlich gespeichert ist. Und die IMEI ist die Seriennummer von dem Mobilfunkgerät. In Deutschland darf so ein IMSI-Catcher natürlich nur von den Polizeibehörden benutzt werden. Außerdem ist es natürlich sehr teuer. Was uns aber natürlich nicht so ganz darin hindert, denn heutzutage können wir es mit so einem USAP, wie Konrad gesagt hat, ganz günstig selber nachbauen. Ist natürlich dann ganz schlecht, weil man kann natürlich die zwei Sicherheitsziele, die ich am Anfang genannt hatte, kann man damit zerstören, in Anführungsstrichen, da der Teilnehmer dann nicht mehr anonym ist und das Gespräch natürlich, ja, man muss es nicht knacken, sondern es ist schon unverschlüsselt. Wie funktioniert denn das Ganze? Theoretisch muss der IMSI-Catcher einfach nur eine Basisstation eines regulären Netzes vortäuschen, also zum Beispiel D1, D2 oder O2. Dabei loggt sich dann das Handy einfach ein und überträgt dann seine IMSI und E-Mail ganz freiwillig. Und das Ganze funktioniert natürlich nur,
weil in GSM sich nur der Teilnehmer identifizieren muss und das Netz muss einfach nur sagen, ich bin ein Netz. Zum Vergleich, wie funktioniert denn ein, ich nenne es mal Standard-IMSI-Catcher, im Gegensatz zu einem IMSI-Catcher, den man selber baut? Bei einem Standard-IMSI-Catcher wird eigentlich der Teilnehmer eingefangen, das Gespräch wird dann unverschlüsselt übertragen, an den IMSI-Catcher natürlich, und der leitet es dann einfach verschlüsselt über ein Handy, das er selber hat, an das normale Netz weiter. Bei einem IMSI-Catcher, den man selber baut, mit Hilfe von einem USRP, muss man natürlich eine spezielle Software benutzen. Bei uns ist es dann halt einfach so, dass wir einen Asterisk-Server nehmen und deswegen muss das ganze Gespräch nur über VoIP weitergeleitet werden. Das Problem ist allerdings, wie kriegt man einen Teilnehmer dazu, sich in den IMSI-Catcher einzubuchen? Wird er ja nicht ganz freiwillig machen. Hierbei ist dann das Problem, dass das Mobilfunkgerät natürlich so wenig wie möglich Energie verschwenden will. Deswegen tut das Handy einfach die Frequenz, die es zuletzt benutzt hat, auf der SIM-Karte speichern. Und wenn ich dann das Gerät ausschalte und wieder einschalte, dann tut es natürlich gucken, ob die letzte Frequenz, die es gespeichert hat, noch vorhanden ist, und versucht sich dann dort einzubuchen. Das heißt, er tut nicht jedes Mal das ganze Frequenzband absuchen, weil es einfach viel zu groß ist und zu viel Energie verschwendet. Ja, und deswegen geht er hin und guckt anhand der Nachbarschaftsliste, welche BTS gibt's denn hier in der Umgebung. Auch wieder aus dem Energiebedarf natürlich heraus, möchte so wenig Energie wie möglich verbrauchen, und wenn der IMSI-Catcher deswegen nicht in eine Nachbarschaftsliste ist, dann würde der IMSI-Catcher gar nicht entdeckt werden. Und deswegen würde sich das Mobilfunkgerät gar nicht in den IMSI-Catcher einbuchen. Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, das Handy dazu zu zwingen, in so einen IMSI-Catcher sich einzubuchen? Wir können natürlich hingehen mit der Holzhammer-Methode und einfach einen Jammer benutzen, der die ganze Frequenz platthaut, bis auf die Frequenz von dem IMSI-Catcher. Oder wir können einen kleinen Trick anwenden, um den Teilnehmer dazu zu bewegen, sich in den IMSI-Catcher einzubuchen. Da sehen wir hier mal, wie die Idee dabei ist. Die Mobile Station bucht sich einfach auf eine Frequenz, eine Basisstation, hier in dem Fall BTS1, ein und misst die Signalstärke. So. Und die BTS1 liefert dann auf einen speziellen Kanal die Nachbarschaftsliste aus. Somit weiß dann die Mobile Station, welche Basisstationen hier in der Nähe sind. Daraufhin tut dann das Handy einfach gucken, wie sind denn die Signalstärken zu den benachbarten Stationen, und gibt es da eine Station, die ich vielleicht besser empfange. Denn wenn ich die besser empfange, dann muss ich mit einer geringeren Sendestärke einfach senden, und deswegen würde er dann die Basisstation bevorzugen. In dem Fall, wenn er sich jetzt zum Beispiel die BTS4 anschaut und der IMSI-Catcher hingehen würde, diese Basisstation vorzutäuschen, dann würde das Handy denken, okay, ich empfange die BTS4 jetzt besser als meine BTS1. In dem Fall hat er zum Beispiel BTS1 mit 60 Dezibel empfangen, minus 60, Entschuldigung, und sieht dann, okay, jetzt empfängt er die BTS4 mit minus 55 Dezibel, also er denkt es zumindest, und sagt sich dann, okay, BTS4 ist besser, ich buche mich doch mal lieber dorthin ein. Und somit wechselt er dann schon ganz freiwillig zu unserem IMSI-Catcher und teilt dann seine IMSI mit. Jetzt ist natürlich die Frage, ob man sich davor irgendwie schützen kann. Das muss man so ein bisschen zweiseitig anschauen. Erstens
kann man sich dafür schützen, die IMSI preiszugeben? Da muss man dann sagen, nein, kann man nicht, weil das Handy kann nicht unterscheiden, ob das jetzt ein echtes Netz ist oder ein IMSI-Catcher. Bisher zumindest. Wir arbeiten aktuell gerade an der Uni daran, zu schauen, ob wir denn rausfinden können, ob es ein IMSI-Catcher ist oder nicht. Also falls er irgendwelchen falschen oder fragwürdigen Informationen überträgt, versuchen wir rauszufinden, ja, ob das jetzt ein IMSI-Catcher sein könnte oder nicht. Ja, das ist das eine. Das andere ist, wie sieht's denn mit der Verschlüsselung aus? Können wir denn verhindern, dass der IMSI-Catcher mein Gespräch abhört? Rein theoretisch nicht, denn leider kriegen wir gar nicht mit, dass wir in den IMSI-Catcher drin sind, weil uns nicht angezeigt wird, dass das Ganze nicht verschlüsselt ist. Normalerweise sollte es angezeigt werden, aber moderne Geräte zeigen es nicht mehr an, beziehungsweise die Anbieter tun es auch einfach auf der SIM-Karte deaktivieren. Ansonsten könnte die Polizei ja auch keinen IMSI-Catcher benutzen. Ja, einzige Lösung dabei ist natürlich dann Krypto-Handys zu benutzen, die dann selber die End-to-End-Verschlüsselung machen. Damit hat dann IMSI-Catcher keine Chance mehr, denn er würde ja dann nur noch einen verschlüsselten Stream sehen. Wer jetzt denkt, okay, ich benutze dann einfach UMTS, dann bin ich sicher, der hat sich ein bisschen getäuscht, denn heutzutage besitzen die UMTS-Geräte noch alle eine Fallback-Funktion zu GSM, falls UMTS nicht vorhanden ist. Und damit muss ich einfach die ganze UMTS-Frequenz platt machen und dann wird GSM benutzt und dann kann ich wieder meinen ganz normalen GSM im IMSI-Catcher benutzen. Außerdem ist es theoretisch möglich, einen UMTS-IMSI-Catcher zu bauen. Hier muss man beachten, dass bei UMTS jetzt anders als bei GSM eine gegenseitige Authentifizierung stattfindet. Also das Netz muss sich auch authentifizieren. Aber das kann man rein theoretisch damit umgehen, indem man einfach Man in the Middle ist und wenn die Mobile Station sich quasi beim IMSI-Catcher anmeldet, das Weiterleiten ans Originalnetz, das Originalnetz meldet sich dann zurück und tut sich ganz normal authentifizieren und das leite ich dann einfach an mein Handy weiter und somit glaubt es mir. Und damit ist es natürlich auch ein UMTS-IMSI-Catcher gebaut. Ja, der IMSI-Catcher ist ja eine aktive Methode, um Gespräche abzuhören. Es gibt natürlich aber auch eine passive Methode, die wir dann nicht mehr erkennen können. Also weil ich ja gerade gesagt habe, wir versuchten rauszufinden, wie wir einen IMSI-Catcher entdecken können. Wenn wir natürlich die Verschlüsselung knacken können, dann brauchen wir auch keinen IMSI-Catcher mehr. Es gibt aktuell drei Verschlüsselungsstandards, die wir verwenden. Es gibt den A5.0, was keine Verschlüsselung ist und nicht benutzt werden sollte. Es gibt den A5.2, den wir vorher benutzt haben, der eine schwache Verschlüsselung ist und nicht mehr benutzt wird hier in Deutschland, sondern mehr in Drittstaaten, sage ich mal. Was wir hier aktuell verwenden und was der in Anführungsstrichen stärkste Verschlüsselungsalgorithmus ist, ist der A5.1. Er wurde 1987 entwickelt. Ist eine Stromchiffre und als Key kommt ein 64-Bit zum Tragen. Und das Problem bei dem Ganzen ist natürlich wieder, dass sie gedacht haben, dass es eine gute Idee ist, Security by Obscurity. Hält nur so lang, bis halt das Design geleakt wird und dann halt das alles nachgebaut wird. Danach ist es natürlich nur noch halb so sicher. Wie funktioniert denn das Ganze? Wie ich gerade gesagt habe, ein 64-Bit-Key wird benutzt. Das ist der KI, der ist privat. Der wird sowohl beim Netzwerk als auch auf der SIM-Karte gespeichert. Wobei man beachten muss, dass der Key, der Private Key KI, nie die SIM-Karte verlässt. Deswegen wird mit Hilfe einer Zufallszahl, die vom Netz übertragen wird, ein Session Key, KC hier, berechnet,
der dann mit Hilfe von einer Frequency Number, FN hier unten links, und dem A51-Algorithmus dann einen Keystream berechnet wird und das Ganze dann natürlich mit dem Plaintext ver-XORed wird. Und da das Netzwerk die gleichen Daten hat, also den gleichen KC berechnen kann und die Frequency Number hat, kann natürlich aus dem verschlüsselten Keystream der Plaintext wieder herausgerechnet werden. Wir wollen das Ganze aber natürlich knacken und das ganze Problem dabei ist, dass der Algorithmus halt viel zu alt ist. Es war nicht geplant, dass der Algorithmus 24 Jahre benutzt wird und deswegen ist das Ganze halt auch nicht mehr so ganz sicher. Das Problem ist auch noch, dass der Keyspace reduziert werden kann durch Hash-Kollisionen und dass heutzutage genug Rechenpower existiert, um mithilfe von Rainbow Tables das Ganze in Sekundenbruchteilen quasi zu knacken. Hierzu müssen natürlich erstmal die ganzen Daten aufgezeichnet werden, was man knacken will. Und das kann man dann entweder mit so einem USAP, wie schon mehrfach erwähnt, oder mit solchen alten Motorola C123 Handys und eine eigene Firmware für dieses Handy, Osmocom BB, kann man die ganzen GSM-Signale aufzeichnen, die man dann hinterher knacken will. Wie gesagt, braucht man dazu eine Rainbow Table, die ist ca. 1,7 Terabyte groß, wurde mit Hilfe von ATI-Grafikkarten berechnet und kann sich jeder frei runterladen. Zum Beispiel auch bei uns. Ja, wir können drauf zugreifen natürlich von hier aus, aber wir haben hier nur eine 100 Mbit Leitung und da wird halt ein bisschen dauern, 1,7 Terabyte zu übertragen. Und wir wollen ja auch nicht die Bandbreite von allen hier wegnehmen. Wie bitte? Okay, wir haben noch Bandbreite frei, habe ich gehört. Können wir mal später gucken. Also ihr braucht halt eine geeignete Festplatte und genau, sonst noch Fragen? Gut. Der Angriff basiert natürlich auf einem Known Plaintext. So wie ich am Anfang gesagt hatte, ist das Problem, dass halt manche Signalisierungsmessages verschlüsselt und unverschlüsselt übertragen werden. Und deswegen ist es dann natürlich möglich, das Ganze zu ver-XORen und dann mit Hilfe von den Rainbow Tables den Session Key KC zu berechnen. Beachtet werden muss, dass man da nicht den Private Key KI berechnen kann, braucht man aber nicht, weil der KC wird halt mehrfach verwendet und wenn dann irgendwann einen anderen KC verwendet wird, dann kann man den einfach auch wieder selber knacken. Deswegen kann man eigentlich sagen, dass die GSM-Verschlüsselung nicht mehr sicher ist. Und man wundert sich, okay, warum wird GSM immer noch weiter verwendet? Naja, es finden sich immer mehr Gebiete. Zum Beispiel kann man damit halt sehr gut Online-Banking machen oder immer mehr Maschinen, wo man sein Essen zum Beispiel rauslässt, schicken einfach über SMS quasi ihren Füllstand, beziehungsweise die Bahn tut auch Statusinformationen mit übertragen. Wir haben uns mal kurzzeitig angeguckt, was die denn so übertragen und so ganz haben wir es zwar nicht verstanden, weil es irgendwelche kleinen Codes sind, aber wir vermuten, es sind zum Beispiel irgendwelche weichen Codes, welche Weiche wann wie gestellt wird. Was jetzt auch immer mehr in Mode kommt, sind natürlich diese Smart Grids beziehungsweise Smart Meter, wo der Benutzer mit seinem Smartphone der Stromverbrauch sich anzeigen lassen kann, beziehungsweise das halt drahtlos an den Stromanbieter übertragen wird. Und da ist natürlich dann die Frage, ob das alles eine gute Idee ist, wenn man das knacken kann. Ja, und dass das keine gute Idee ist, das versuchen wir jetzt gleich zu zeigen. Soweit noch andere Fragen, nicht bezüglich der Rainbow Tables, die wir nicht dabei haben, leider. Ich hätte sie mitbringen können, ja. Habe ich nicht dran gedacht, aber können wir auch noch irgendwie anders klären. Bitte, ja.
Ihr sitzt genau hintereinander, echt. Der Herr im Gelben. Du meinst den IMSI-Catcher? Oder meinst du die IPXS Nano-BTS, die hier oben hängen? Die senden standardmäßig mit 200 Milliwatt. Das reicht zum Beispiel dafür, dass wir da draußen eine hinhängen und ja, das ganze Veranstaltungsgebäude damit abdecken können und draußen auch noch ein paar Meter. Also es ist doch deutlich eine höhere Reichweite als bei WLAN zum Beispiel, wo man eine vergleichbare Signalleistung hat. Bitte. Die Lizenz, ja, gutes Thema, gutes Stichwort. Lizenzen ist prinzipiell gar nicht so schwierig. Es gibt die zwei angesprochenen Frequenzbänder in Deutschland, 900 und 1800 Megahertz. Im 900 ist alles vergeben, komplett an die vier Anbieter. Im 1800er Bereich sind hinten noch, ich weiß nicht genau wie viele Kanäle, etwa 10, 12, 15 vielleicht, Kanäle freigehalten für Testlizenzen und da kann man durchaus Lizenzen bekommen dafür. Das ist kein Problem, da muss man sich an die Bundesnetzagentur wenden, einen Antrag einreichen und je nachdem, wer man ist, was dafür bezahlen. Die Lizenzen sind immer zeitlich begrenzt, wobei wir jetzt in Freiburg eine Jahreslizenz bekommen haben. Also das ist dann ja eher zeitlich unbegrenzt und nachdem das erste Jahr abgelaufen war, haben wir auch eine Verlängerung bekommen. Also das ist ja nicht so das Problem. Bitte. Sehr gute Frage. Der KC, den man dort berechnet hat, wird meistens häufiger verwendet, also für mehrere Verbindungen. Es gibt dann Counter und so das, was ich im Kopf habe, sind so dreimal wird der KC wiederverwendet, bevor ein neuer generiert wird. Aber das kommt ganz stark auf die Netzkonfiguration an vom Anbieter. Also dreimal habe ich, glaube ich, im O2-Netz gesehen, aber das kann auch je nach Netzkonfiguration anders sein. Den KC während des Gesprächs erneuern? Habe ich noch nie gesehen. Also will ich jetzt nicht Nein sagen, aber ich denke nicht. Ja, es ist in gewisser Weise schon ein Problem. Während im aktiven Gespräch, es geht nicht, jein, es geht nicht so schnell. Also diese Berechnung von dem KI über diesen A8-Algorithmus, das findet auf der SIM-Karte statt. Also wir sind da nicht im Prozessor auf dem Telefon, sondern wir sind auf dem Prozessor in der SIM-Karte. Das hat ganz einfach den Grund, weil der KI niemals die SIM-Karte verlassen soll. Und deswegen ist das dort nicht ganz so schnell. Aber, also theoretisch könnte ich mir das vorstellen, ja. Der Mast ist trivial, das weißt du sowieso. Klar kannst du triangulieren. Es gibt verschiedene Ortungstechniken. Davon ist nur die Zelle zu nehmen die simpelste. Ein bisschen mehr Informationen kannst du hinzunehmen, zum Beispiel die Signalstärke. Daraus kannst du tendenziell was über die Entfernung sagen. Dann gibt es den Timing Advanced Parameter. Der gibt an, mit wie viel Verzögerung du das Signal empfangen hast, also wie viel Abweichung von der Referenz du hast. Die Verzögerung ergibt sich dadurch, dass du mit Lichtgeschwindigkeit sendest und quasi das Signal einfach Zeit braucht, bis es empfangen wurde. Der Timing Advance wird angegeben in 550 Meter Schritten, also hat man darüber noch einen Näherungsfaktor. Es gibt noch jede Menge andere Triangulierungsmöglichkeiten, die
sind zum Teil sehr ausgefeilt und brauchen aber zum Teil auch Infrastruktur, die das unterstützt. Ja, also wenn das interessiert, nachher mal vorbeikommen, können wir ein bisschen quatschen. Weitere Fragen? Bitte. Das hat natürlich eine beschränkte Reichweite, ja. Dabei muss man unterscheiden. Also prinzipiell der Downlink, das Signal von der Basisstation, ist natürlich recht gut zu empfangen. Problematisch ist eigentlich nur der Uplink, also das Signal vom Telefon. Das ist meist wesentlich schwächer, weil man noch dazu rechnet, dass auf der Basisstationenseite sehr, sehr starke Verstärkungsantennen verwendet werden und dementsprechend das Telefon nur schwächer senden muss. Aber man hat immer noch eine ausreichende Reichweite. Ich will mich da jetzt auf Meter nicht festlegen, aber 10, 20, 30, 100 Meter, je nachdem, wie man, was man für eine Antenne dran macht, ja. Weitere Fragen? Gut, dann versuchen wir uns mal an der Demo. Zu der Demo. Vielleicht zwei Worte. Das, was wir heute hier zeigen, ist der Versuch im Ansatz, das Ganze zu automatisieren, das Knacken von Gesprächen. Wir werden nicht live zeigen, wie man Gespräche mitschneidet, und werden basierend auf einem Mitschnitt, den ich schon habe, zeigen, dass man relativ mit ein bisschen Software hinten dran den KI von diesem Gespräch berechnen kann. Das hier ist die falsche Konsole. Dazu hat einer unserer Studenten ein kleines Programm geschrieben, was eben diesen Input nimmt. Und ich mache das mal ein bisschen größer. Kann man das lesen? Ja, müsste gehen, oder? Geht. Und da basierend darauf diesen Mitschnitt analysiert. Nach Immediate Assignments sucht in diesem Mitschnitt, also im Prinzip Kanalzuweisungen. Das wurde jetzt hier oben gemacht. Er sagt, hier hat ein Immediate Assignment gefunden. Sagt, dass in der Zeile drunter Timeslot 1 zugewiesen wurde. Und hat Found System Information SI5 hat er gefunden. Dann hat er danach ein Cipher Mode Command gefunden. Das bedeutet, ab diesem Zeitpunkt wurde die Verschlüsselung auch wirklich aktiviert. Das SI5 ist im Prinzip unser Known Plaintext in dem Zusammenhang. Und was er jetzt sucht, ist andersrum. Das SI5 ist der Known Plaintext und er weiß zu einem gewissen Zeitpunkt später wird der SI5 wieder übertragen, diesmal aber verschlüsselt. Und darüber kann ich über ein XOR den Chiffrestrom berechnen und den wiederum versucht er dann zu knacken. Das ist genau das, was jetzt hier im Hintergrund passiert. Da versucht er jetzt verschiedene Bursts zu knacken und wenn alles gut geht, haben wir in einigen Sekunden, Minuten den Key auch wirklich geknackt davon. Das Ganze in dieser Art und Weise wurde bei einem anderen Vortrag schon mal gezeigt. Da hat Carsten Nohl auf dem CCC in Berlin das ähnlich schon mal gezeigt. Da war das Ganze noch nicht so automatisiert, sondern hat man noch ziemlich viel von Hand gemacht. Wobei er auch einen ähnlichen Guesser hatte wie hier auch, der im Prinzip nach
ja, nach Bursts sucht, die man dann knackt. Genau. Was jetzt hier läuft, sind wirklich die Knackversuche. Da dauert einer entsprechend immer 30 Sekunden bei uns. Das ist eine Limitierung, die sich aus der Hardware ergibt. Wenn man da entsprechend investiert in ein paar Solid-State-Disks, dann kann man das drücken bis auf wenige Sekunden. Was da genau das Minimum ist, weiß ich gar nicht genau. Hat auch noch keiner irgendwie publiziert, weil es doch dann plötzlich ziemlich teuer wird. Also 2 Terabyte speichern auf SSDs, naja, ist jetzt irgendwie halt ein Monatslohn, der weg ist. Genau, der knackt immer noch fleißig. Was man dazu sagen muss, dass es dieser Mitschnitt auch was Spezielles ist, weil er im Hintergrund die Pakete nicht einfach XORen kann, sondern auch noch raten muss. Also es gibt einen gewissen Header in diesen Paketen, der sich während der Verbindung ändern kann. Das ist der Timing Advance, den wir schon angesprochen hatten. Der kann sich geringfügig ändern, und was er jetzt hier im Hintergrund macht, ist, dass er gemerkt hat nach einigen Knackversuchen, ich habe nichts gefunden. Also muss ich zwangsläufig, jetzt hat er was gefunden, muss sich zwangsläufig der Timing Advance geändert haben. Den ändert man dann im Päckchen und berechnet darauf basierend eben neue Bursts, die man wiederum versucht zu knacken. Was jetzt hier gefunden wurde, ist eine Tabellenposition in den Rainbow Tables, und die können wir verwenden, um jetzt wirklich den KC auszugeben. Genau, wir benutzen also das hier in einem weiteren Tool. Das ist jetzt nicht ganz automatisiert, muss ich zugeben. Das ist noch nicht ganz fertig. Aber das ist im Prinzip auch nur noch ein weiterer Aufruf. Und was wir hier jetzt als Output haben, ist wirklich der entsprechende KC für dieses Telefonat. Das Ganze ist vielleicht deswegen interessant, das auch zu automatisieren, weil vielleicht den Leuten erst dann bewusst wird, dass es ein wirkliches Problem ist. Also ich stelle gerne den Vergleich immer mit WLAN an. Erst als die entsprechenden Tools rauskamen, um die WLAN-Verschlüsselung wirklich einfach zu knacken, wurde doch davon gewarnt, irgendwie das WIP zu verwenden und doch besser auf das WPA oder WPA2 umzusteigen. Das ist hier ähnlich. Und man kann schon sagen, dass es im Prinzip sehr simpel geworden ist, wirklich Telefonate abzuhören und auch die Verschlüsselung zu brechen. Und basierend darauf ist natürlich die Frage, die wir auf der letzten Folie gestellt haben, ist es wirklich eine gute Idee, immer mehr Devices mobil auszurüsten und auf Basis dieser Technologie zu betreiben, ist das wirklich eine gute Idee? Und ich denke, damit möchte ich auch diesen Vortrag hier schließen. Sonst noch Fragen irgendwie? Oder wer sich noch für die Hardware interessiert, kann gerne vorkommen. Ich kann ein bisschen was zeigen zum Softwareradio. Ansonsten danke.